Hi, jetzt bin ich schlecht gelaunt. Wisst ihr warum? Ich habe gerade über eine Stunde für euch aufgenommen. Ich habe den nächsten Dungeon schon komplett gemacht. Nur, mein tolles Aufnahmeprogramm hat sich dazu entschlossen, auf den falschen Audiokanal zu stellen, um aufzunehmen. Das heißt, alle Videos waren stumm. Ich habe völlig nur mit mir selbst geredet. Es ist super und ich habe mich so aufgeregt, so ewig viele Zufallskämpfe und neue Sachen gefunden und ich war so froh, dass ich es hinter mir hatte und mich nicht mehr aufregen muss und alles und jetzt alles für den Arsch. Jetzt muss ich alles wieder machen. Ja, ich weiß, das Schlachtfeld war für den Arsch, da war nichts drin, da war nur Erfahrung drin. Aber ich habe es nicht gesagt. Jetzt habe ich keine schöne Laune mit den scheiß Gegnern hier, aber dafür weiß ich wenigstens noch, wo ich jetzt lang muss und was ich machen muss und blablabla. Ich wollte doch ein anderes Let's Play als Agro-Let's Play auserwählen. Ich habe I Wanna Be The Guy schon runtergeladen. Aber auf der anderen Seite wäre es kein tolles Let's Play. Offen, ja, hier habe ich irgendeinen tollen Witz gemacht, warum die Münzen hier die Türen öffnen. Ob das Spielautomaten-Türen sind, wo man vielleicht auch einen Song gewinnen kann. Hier ist der Alte. Ja, er sagt uns mal ausnahmsweise etwas halbwegs Nützliches. Halte nach Maxes Schiff Ausschau, wenn du nach Windia gehst. Und sonst sagt er nichts und verpisst sich nur wieder, wie immer. Warum? Warum passiert das mir? Ja, wir laufen hier unten im Dreck rum. Jetzt kommen wir irgendwo hin, wo super coole Musik ist. Und wisst ihr warum? Weil wir jetzt im letzten Dungeon sind. Aufgepasst. Das ist klasse, oder? Das ist kein Scheiß, das ist wirklich der letzte Dungeon. Nur, wir sind halt nur durch die Hintertür drin. Ja, Nebelaura. Ja, mach tot, bitte. Geh weg. Geh einfach sterben. Wir sind nur durch die Hintertür drin, um jetzt das abzuholen, was wir jetzt gleich abholen. Weiß ich, was es ist? Ja. Habe ich es eben schon mal geholt? Ja. Habe ich es jetzt noch? Nein! Regst mich auf? Ja. Ja, und jetzt bekommen wir toll den Luftfluch, ein dummer unnötiger Zauber, der eh keinen Schaden macht. Ja, gehen wir wieder zurück. Spring, 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 spring. Falsch, hier wollte ich runter. Hier gehen wir raus und jetzt sind wir an der tollen Hängebrücke. Da ist sie, sage ich doch. Hängebrücke. Die müssen wir jetzt überqueren, um in den Wald zu kommen, den wir durchqueren müssen, um rüber nach Windia zu kommen. Jetzt kommt eine Mumie. Achtung, nicht erschrecken. Uhuhu. Überraschung. Zurück, Mick. Mit dem bin ich alleine fertig. Und natürlich, wie in jedem RPG-Klischee, ist das ein Todesurteil. Sowas darf man nicht sagen. Davon stirbt man. Das weiß doch jeder. Tja, jetzt bin ich allein. Darf alleine gegen die Mumie kämpfen. Tja. Ja, schläfe mich ein. Ich bin ja nur allein, ist nicht schlimm. Ist schon okay so. Ist ganz fair. Gut, jetzt laufe ich automatisch. Ich steuere das nicht. So schnell und dynamisch wäre ich sonst auch mal gern, aber nee, ich bin ja nicht schneller als normal. Rubens ist tot. Nein, Rubens lebt noch. Rubens! Keine Angst, ich bin okay. Geh ohne mich weiter. Mache ich sofort. Jetzt kommt tolle Musik. Und zwar... Kennen wir die Musik? Ja, die kennen wir. Den kennen wir auch. Hat seinen Kumpel umgehauen? Ja, hätte ich gesagt. Aber es geht ihm gut. Schön zu hören. Ich werde dich ein wenig begleiten. Jetzt habe ich Tristan wieder. Der nicht so ewig in 3 Tage viel höher gelevelt ist, als ich es bin. Aber großen Unterschied macht es keinen. Ich bin eh nicht lange hier. Wisst ihr warum? Weil ich unfreundlich bin. Weil ich beschimpfe. Weil ich Leute beschimpfe. Deswegen komme ich durch den lebendigen Wald nicht durch. Ich zeig's euch. Wir fällen ganz viele Bäume, weil wir hier wohin müssen. Oh Gott, die Mumien sind im Weg. Geh weg, Mumie. Bitte, bitte, geh weg. Sterbt. Sterbt einfach alle. Vor allem sterbt schnell. Hm.
Bettlaken. Sterben die schnell? Nein, ich fürchte nicht. Fuck. Oh, ich bin zu doof zum Kacken. Mann. Tut mir gerade leid, wenn ich zu still bin, aber ich habe eben schon so viel erzählt und ich weiß nicht, es ist ein Trauerspiel. Ich habe so Lust, die Kämpfe einfach nur schnell zu machen, einfach auf Turbo zu drücken oder so. Dass es eh dann schneller weg ist. Gott, jetzt habe ich schon wieder nicht die Magie aufgeladen. Es ist nicht das Dumme, dass ich dumm bin. Das ist nur blöd. Das Dumme ist, dass ich dumm bin und nicht dazulerne. Ja, wenigstens einer ist mir tot. Weiter. Ja, verdoppel dich halt. Ist schon gut. Hauptsache, du verdoppelst dich in einem fast toten Zustand. Dann geht nämlich das hier. Haha. Stirb. So, wisst ihr, warum ich jetzt gehen muss? Seht ihr den Baum hier? Der ist groß. Ich bin unfreundlich. Hey, du alte Schimmelrinde. Lass uns durch. Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Ich glaube, der Baum mag dich nicht. Vielleicht sollte Kalia mit ihm sprechen. Aha, versuchen wir es. Sie ist in Aquaria. Ich habe mich eben auch schon mal drüber gewundert. Was macht die in Aquaria? Die wollte eigentlich schon mit Spencer sprechen, aber die ist vergiftet worden. Die sollte sich mal auskurieren. Außer natürlich, das heißt, die ist jetzt inzwischen ausgeritten, ist dann nach Aquaria gegangen. Nächste Frage, woher weiß ich das? Ich habe die in Aquaria nicht gesehen. Ich habe mit der überhaupt nicht mehr gesprochen, seit die mir die Axt gegeben hat. Obwohl, doch, nee, die Axt hat sie mir im Wald gegeben. Danach habe ich sie nochmal in Dingen so kurz gesprochen, aber ist ja egal, was soll's. Ja, ist toll, ich muss den langen Weg nach Aquaria nehmen. Ich muss den ganzen langen, weiten Weg hier rumgehen. Ist das nicht super? Ja, komm schon. Ja, weiter. Nein, nein, nicht weiter. Was mache ich? Die Treppe sieht so verführerisch aus, die will man einfach nehmen. Von hinten, von oben und von vorne. Nein, man will natürlich einfach nur rein. Ihr wisst schon, was ich meine. Egal. Ja, lass mich raus hier. Lass mich nach Aquaria. Lass mich Kalia suchen. Geh hier rüber. Geh hier weiter. Und immer weiter. Und noch weiter. Ja, noch weiter, bitte. Aquaria. Hüpf, hüpf, hüpf. Hallo, Kalia, wo bist du? Hi, Phobia, hi, Kalia. Kalia schläft. Such inzwischen Großvater auf. Geh ich halt mit dem Opa reden, ist schon okay. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was der damit zu tun hat, aber ist egal, ich geh mit dem Opa reden. Na los, mach schneller. Komm rüber hier, Superhirn. Spring. Ich bin unter das Haus gesprungen. Ha, das macht keinen Sinn. Spring, spring, spring. Spring, spring. Ich hasse diesen langen Weg hier runter. Es ist doch... Es ist so doof und unnötig und doof und unnötig und unnötig und doof. Statt dass er einen Aufzug einbaut, wisst ihr. Aber nee. Gut, ich bin unten. Endlich. Hi, Spencer. Der tolle Dialog jetzt. Achtung. Was macht der Tunnel? Dieser Tunnel übersteigt meine Kräfte. Ich brauche Hilfe von Otto aus Windia. Wen hast du da eigentlich mitgebracht? Mein Name ist Tristan. Ich bin Goldgräber. Goldgräber? Dann interessiert dich sicher der legendäre Hülsendösen-Schatz. Ja, Hülsendösen. Habe ich da etwas Schatz gehört? Lass uns sofort losgehen. Sorry, Mick. Ich werde mich Spencer anschließen. Das Gold ruft nach mir. Gieriger Penner. Piss dich halt, nimm den alten Sack direkt mit. Aber lass die Klaue hier, die du mir letztes Mal geklaut hast. Was? Wollt ihr mich hier etwa sitzen lassen?
Ja, die tolle Klaue meine ich. Die gibst du mir jetzt her. Dann kannst du abhauen. Hier, nimm meine. Ja klar, meine. Greifenklaue an dich. Leb wohl. Greifenklaue halten. Geht doch. Tschüss. Hau ab, ich will dich nicht mehr sehen.